Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS15 auf der Karte Belgic Pro Fonte. Ja, endlich mal wieder LS spielen. Ich gehe jetzt gar nicht großartig drauf ein. Ich muss aktuell ein bisschen zurückstecken, da meine Stimme nicht immer mitmacht wegen dieser blöden Erkältung. Sido habe ich gerade gesehen, hat 66%. Das dauert also noch ein bisschen, bis wir hier loslegen können. Ich bringe jetzt erstmal den Traktor nach Hause, müssen noch so ein bisschen aufräumen, vor allem muss er hier auch gewaschen werden und so. Wir müssen auch drüben das Feld noch düngen. Das können wir hier mit dem eigentlich ganz gut machen, mit dieser Sparbereifung. Das heißt nicht Sparbereifung, ne? Nee, Schrumpfbereifung. Ach, was weiß ich. Keine Ahnung. Jedenfalls mit diesen dünnen Räderchen. Und dafür, wie gesagt, musst du erstmal nach Hause und ich würde noch ganz gerne mal waschen. Der MB-Truck, der ist dabei, die Wiese zu mähen. Da müsste auch so langsam durch sein. Und wir wollten dann Rüben anpflanzen. Da müssen auch alle Felder noch gekrubbert werden. Also viel zu tun. Wir werden mal so einen Kurs von der BGR nach Hause einfahren. So. Also da fällt mir ein, wir haben ja auch die Saatmaschine gemietet, deswegen läuft die Zeit noch auf einfach. Noch gleich wieder an den Start bringen. So, da sind wir auch schon. Ah, die Kuh. Das ist versorgt. Wasser und so hat man ja alles reingegeben. Ne, warte mal, ich fahr unten rum. Der muss erstmal gewaschen werden. So. Wer hat den warmen Gang gemacht? Okay, das lohnt sich. So. Ich muss nochmal schauen, wie es hier aussieht auf der Wiese. Okay, er ist noch fleißig am Gange. Wir müssen natürlich hier auch noch schwaden. Das können wir dann mit dem Benz machen. Düngen habe ich gesagt, wollten wir. Mann, sieht der aus. Dann habt ihr gefragt, hey Tom, wie viel PS hat man nicht der MB-Truck, da muss ich nochmal schauen. Und gleich nochmal machen. So. Wie neu. Blöde Räusper, sorry. So. Gülle können wir ja eh nicht düngen, da müssten wir wieder einen Güllebonus wollen wir ja behalten. So, wir gucken mal nach dem MB-Truck, ne? Wegen der PS-Zahl. Und vor allem wollte ich eh nochmal durchseppen, was wir alles haben.
So. Achso, ja, die Amazone haben wir ja. Dann nehmen wir doch die. Und. Warte mal. Hat man nicht auch einen Fronttank dafür? Ich meine schon, dass wir die gekauft hatten. Den wollte ich noch verkaufen, den Miststreuer hier, ne? Komm, den verkaufen wir mal. Wir haben eh zu viel Geld, das ist ja nicht alles meins. 300.000 müssen da noch runter. Und von daher, wenn wir jetzt ein bisschen Verlust machen, ist das Wurst. Okay, ist der schon mal weg. Und hier ist der MB-Truck. 119 PS. Hat das gute Stück. Und nee, so ein Frontdingen da habe ich noch nicht. Dann würde ich den aber jetzt mal kaufen wollen. Spritzen. Nee, haben wir auch nicht. Den kaufe ich mal. Den lassen wir mal zum Hof jetzt liefern, sonst müsste man wieder ganz zurückgurken. Das wäre jetzt auch blöd. Also, einmal bitte zum. Na, bleibst du da? Hof. Jawohl. Gut. Jetzt ist die Frage, wo stellen wir jetzt den Anhänger hin? Ich könnte ihn hier noch in den Shoppen hier rein buxieren. Ich versuch's mal. Gegen das schöne Förderband fahren. Der müsste eigentlich genau dazwischen passen, oder? Zwischen dem Grubber und dem Güllefass. Doch. 1A. Gibt nämlich doch ganz schön viel rein hier in diesem Unterstand. So. Das Ding mal ab. Irgendwie. Falsch ausgewählt. So. Und das Gewicht bringen wir nach oben. Na, ich könnte es auch hier liegen lassen. Müssen wir nachher suchen, was wieder, ne? So, ich pack's mal hier hin. Ich glaube, dann vergessen wir es nicht. Jetzt ein bisschen Zeit sparen einfach. Dann muss ich mal gucken, wie man hier ob die Pflegebereifung draufkriegt. Reifen wechseln mit 5. Ah. So. Putzig. Aber wir wollen ja unser Feld schon. So, dann müssen wir mal hochfahren, weil die Spritze ist, glaube ich, oben. Müssten den ja eh oben hier auffüllen, oben in der Halle. Und weißt du was? Ich glaube, Spritzen macht man aber dann drüber, ne? Also über die Frucht. Und von daher schicke ich gleich mal den los. Aber hier ist, meine ich, unser Tank. So, füllen wir den mal auf. Ja, cool, dass die Anzeige funktioniert. So. Und da ist auch die Spritze. Die ist fast voll. Aber machen wir nochmal voll, weil das Feld ja ziemlich groß ist. Okay. Das auch nochmal auffüllen. Ich weiß gar nicht, müssen wir die nochmal ein bisschen runterstellen? Nö, geht. Sah eigentlich ganz cool aus, so, ne? Naja, wenn man hier alles mal wegmacht. So frisch gewaschen und so. Doch, klasse. Gefällt mir.
Also ich glaube, den Traktor wollen wir doch behalten. Ich war ja mal überlegen, ob der wegkommt, aber ich glaube, wir behalten den. So, jetzt fahre ich das Ding nochmal ein bisschen runter. Ach nee, jetzt ist ja nur der zum Heben und so weiter. So, jetzt den einmal auffüllen. Gut. Den will ich jetzt aber nochmal stoppen. Und wir springen uns unserem neuen Traktor. Nein, diesen hier. Ich weiß nicht, ob wir jetzt beim Seedmaster noch was drin haben. Ich glaube fast nicht. Ist noch dran? Nee, der war leer. Also fahren wir mal zum Hof und füllen. Oh, wo kommen wir jetzt nicht hier bei der Gärtnerei hier oben? Ist da nicht auch ein Trigger? Das wäre natürlich praktisch. Oder hier sogar. Was ist denn das für ein Zeug hier? Ne, hier habe ich kein. Doch, hier ist er. Aber den Seedmaster würde ich auch gerne mal befüllen. Da kann man, glaube ich, doch noch ein bisschen was sparen. Okay. Dann ab zum Feld. Würde ich jetzt, glaube ich, auch den normalen Helfer laufen lassen. Das hat dann gepasst, YouTube. Okay, hier ist unser Feld. Frisch gegrubbert. Wir fangen aber mal hinten an. Ich fange mal auf unserem Platz hier an, wo wir dann später auch die Rüben lagern wollen. So. Ich will ja nochmal gucken bei dem Baum, dass das da alles passt, so, ne? Und danach geht er auch mal unbedingt in die Wäsche. So. Mal ein bisschen ausrichten hier. Die ganze Kiste noch aufklappen. Na, schon ist er wesentlich breiter. Lass mich mal ein bisschen zielen, Moment. Mal aufs Feld anpassen. Mal nicht hier die Wiese mit einsehen, das wäre ja verschenktes Saatgut. Naja, komm, so passt das. Und los geht's. Sehr schön. Ich glaube, ich werfe mal alles rein, da hier am Hügel keine Probleme bekommt. Klasse. So, du bist noch am Mähen, das ist auch schön. Hat auch alles geklappt, ne? Du musst gar nicht eingreifen. Super. Wobei ich mich jetzt gerade frage, warum jetzt hier, aber okay. Weil die Mitte da irgendwie da was vergessen, ne? Wobei, es könnte schon sein, dass ich vergessen habe, da irgendwie, naja. So, Abfahrt entlassen. Dann machen wir den Rest eben noch selber.
Ja, und den bekommt ihr bei Forbidden Mods, den MB-Track. Soll ich den Link vielleicht nochmal selbst raussuchen? Wenn ich dran denke, immer sehen, wenn ich mal wieder da bin, dann schaue ich nochmal nach dem Link und packe den da einfach mal unter das Video. So in Zukunft dann auch, wenn ja alles mal wieder schön ruhig und im grünen Bereich läuft, YouTube, dann werde ich mir mal bemühen, die Links zur Verfügung zu stellen. Aber ansonsten fragt halt einfach nach und dann bekommt ihr normalerweise auch eine Antwort, wo ihr das Ganze bekommen könnt. So. Das wäre nämlich zu schade, wenn wir jetzt hier diese ganzen Streifen überlassen. Aber ich könnte auch das hintere Mähwerk ausmachen. So. Wir wollten ja Gras haben, ne? Das nächste Mal machen wir wieder Heu. Mal lang. Wobei, das Heu müssen wir dann halt mal überlegen, ob wir es dann pressen oder ob wir das dann hier wieder ins Freilandsilo packen. Da bräuchten wir nur das Gras reinwerfen, das wird dann zu Heu. Wobei, ich hätte, glaube ich, schon ganz gerne ein paar Ballen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Okay. Komm, ich glaube, das reicht. Das soll reichen. Ach, die falsche Taste. Ja, hey, warum hebt der denn hier an? So. Das kommt dann wieder nach oben. Wir sind schon wieder viel zu lang. Ich habe vergessen, den Timer zu stellen. Oh Mann. So. Jetzt machen wir es mal recht sparsam. Mir falsch. Die wollte ich drücken. Zack. Nix, zack. Ja, sorry. Wenn man zu viele Tasten hat, das ist nicht gut. So. Jetzt mal andersrum. Ich frage mich gerade, wo der Schwader ist. Den müssen wir garantiert ausklappen hier. Sonst lässt er sich wieder nicht abkuppeln. Das so stehen lassen? Ja, ich könnte noch ein bisschen weiter ran. So. Okay. Dann haben wir das auch. Gut, ich könnte auch mit ihm hier schwaden. Wenn ich jetzt dann wüsste, wo der Schwader ist, könnte man auch das Kreuz wieder mitnehmen. Obwohl, das ist ja eigentlich für den
Benz gedacht. Ich brauche auch kein Gewicht. Nein, der Schwan hat ja ein eigenes Rad, also. Brauchen wir nicht. Gucken wir nochmal kurz, wo der steht, YouTube, und dann war es das auch schon wieder. Die hier müssen wir auch verkaufen. Ach, die stand eben unten, oder? Hier in der Halle. Ja. Da ist er. Komme ich jetzt natürlich nie dran. Muss ich den mal ein bisschen vorziehen hier. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Lass ihn jetzt mal hier stehen. Und wir springen nochmal rüber und gucken mal, wie weit er hier ist. Ups. Okay. Ja, das ist auch nicht schade, dass das hier wieder so eine Ecke fehlt. Das ist ja... Ich hatte immer gehofft, dass es nochmal rauspatchen, dass dann sich dann vernünftig anpasst, da der normale Helfer, so eine Ecke da immer weg. Bei so einem großen Feld, das summiert sich ja auch, ne? Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und sorry, dass meine Stimme noch nicht so ganz das Volumen hat und diese blöden Räusper, aber ich arbeite dran, viel Tee und alles mögliche an Hustenzeugs und natürlich dagegen und ja, morgen geht's weiter. YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut und danke für euer Feedback.